1979. Es kleben skurril anmutende Tapeten an der Wand. Irgendwo auf der Welt läuft dieser Werbespot für das Spiel Hit and Missile, welches technisch identisch ist mit diesem Spiel namens Terra Hit, einem elektromechanischen Ballerspiel von Tomy, welches in dieser schicken Verpackung erschien. Heftig inspiriert von Space Invaders, das erst ein Jahr zuvor in die Spielhallen kam, welches wiederum deutlich größer ist als die Game & Watch Spiele, die es erst ab 1980 gab. Was für ein Fest. Das ist nun also dieses elektronisch-mechanische Spiel Terra Hit. 22,5 cm lang, 17,5 cm breit, 6,5 cm hoch, Gewicht inklusive dieser beiden benötigten Batterien 665 Gramm. Was für ein Brocken. Ziel des Spiels ist es, mit Hilfe dieser beweglichen Kanone innerhalb der Zeit, in welcher dieser Timer von S bis F läuft, möglichst viele dieser Aliens zu treffen. Wobei sich die unteren nach rechts und die oberen nach links bewegen. Die oberen bringen dabei mehr Punkte. Die erreichten Punkte werden durch dieses mechanische Zielwerk addiert. Bei der Optik hat man sich stark an Space Invaders orientiert, was bei dieser Version des Spiels hier noch viel deutlicher wird. Hier sind sogar zwei Städte aus Space Invaders aufgedruckt, die allerdings reine Zierde sind, da im Gegensatz zu Space Invaders die Aliens in Terra Hit überhaupt nicht zurückschießen können. Zum Spielstart: das Zielwerk auf 0 stellen, das Spiel einschalten und den Timer auf S stellen. Auf in die Schlacht. Und Action. Das Spiel hat keinen Lautsprecher. Sämtlicher Lärm ist mechanisch bedingt, teilweise mit Absicht. Ein Spiel dauert etwa 1 Minute und 4 Sekunden. Die unteren Aliens bringen etwa 3,3 Punkte, egal welches Ziel man trifft. Wie viele Punkte es genau gibt, kann man nicht genau ablesen. Oben genauso. Die Belohnung beträgt allerdings etwa 5,3 Punkte. Ein Schuss mit Treffer inklusive Aufaddierung der Punkte dauert unten etwa 2,6 Sekunden und oben etwa 3,8 Sekunden. Die Punktausbeute oben ist somit netto lediglich rund 10% höher als unten. Ist die Zeit um, schaltet sich das Spiel ab. Es geht um die reine Highscore-Jagd. Und zur Demonstration, was elektromechanisch eigentlich bedeutet, lässt Terra Hit jetzt die Hüllen fallen. 1, 2, Stopp. Hui, das war jetzt alles ein wenig hektisch. Vorschlag, ich erkläre in aller Ruhe, zu sphärischen Klängen, wie das Spiel überhaupt einen Treffer registriert und zeige dann noch einmal die Spielsequenz einschließlich der Aufnahmen. Ohne Gehäuse, ganz ruhig und ohne Hintergrunduntermalung. In Ordnung? Na dann mal los. Und zwar sieht man hier in der Folie immer so kleine Löcher, die gehören jeweils zu den Aliens auf der entgegengesetzten Seite dieser Folie. Und um das zu sehen, müssen wir das Spiel einmal demontieren und dieses Laufband, nenne ich es mal, einmal umdrehen. Und dann sieht man auch auf der Rückseite diese Löcher und einen elektrischen Kontakt. Da sind die Löcher. Und wenn man jetzt eine Rakete abschießt, läuft gegenläufig unter der Rakete so ein elektrischer Kontakt lang. Und da kann man sehen, eine für oben, eine für unten, eine Lasche. Und wenn dann die Position übereinstimmt, dann kann der Strom fließen und das Gerät registriert den Treffer. Ja, sehr ausgeklügelt. Und jetzt, wie versprochen, zum Schluss noch einmal die Spielsequenzen ohne irgendwelche Hintergrundgeräusche.